Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier mit dabei seid. Als ich eben nach Hause kam, gab es eine kleine Überraschung in meinem Briefkasten und da habe ich jetzt gleich die Kamera geschnappt, um die Überraschung mit dir zu teilen, denn da war ein ganz tolles Buch in meinem Briefkasten. Ich zeige es mal hier in die Kamera. Die Schlüssel in die wahre Freiheit. Alles über den Evolutionssprung und das Erwachen der Menschheit auf der neuen Erde. Ich verlinke es dir auch nochmal unter dem Video. Ich habe in das Buch jetzt noch nicht reingeschaut, ich habe hier hinten gelesen nochmal, um was es geht. Ich freue mich aber drauf, es zu lesen die nächsten Tage, so wie mein Zeitrahmen das zulässt, denn ich bin ja mitten in den Vorbereitungen zum Lebensfreude-Online-Event, das am 1.6. startet. Und führe da derzeit ja ganz wunderbare Interviews mit ganz, ganz lieben Menschen, die sich da wieder zusammengefunden haben, um dich da einfach zu inspirieren, auf den Weg deines Herzens zu kommen und mehr Freude in dein Leben zu lassen, der Freude überhaupt einen größeren Platz einzuräumen. Ja, und eine der wunderbaren Sprecherinnen, mit der ich das Interview schon aufgezeichnet habe, ist die Petra Helga Weber. Und deshalb kann ich guten Gewissens auch schon mal, ohne das Buch jetzt selbst gelesen zu haben, aus dem Interview resultierend, dir das schon mal ans Herz legen und dir empfehlen. Und ich lese dir auch gleich gerne, damit du ein bisschen mehr weißt, um was es geht, hier auf der Rückseite schon mal vor, was dieses Buch hier beinhaltet. Und sie hat dann natürlich im Interview ganz, ganz wunderbare Informationen noch mit uns geteilt. Und ab dem 1.6. genaues Datum steht ja noch nicht fest, weil ihr Interview veröffentlicht wird im Rahmen des Lebensfreude Online Events. Ja, freue ich mich total drauf und bin auch dankbar, dass die Petra sich da Zeit genommen hat und ja, dieses Interview, wir haben fast eine Stunde miteinander gesprochen, ja, mit mir geführt hat, beziehungsweise ich mit ihr, und dass wir diese wunderbaren Informationen dann mit euch teilen können. Ich schenke dir auch gleich gerne noch einen kurzen Einblick in das Video, in dieses Interview, das ich mit dir aufgezeichnet habe. Aber jetzt sind wir erstmal noch bei dem Buch. Und da lese ich dir mal vor, was so auf der Rückseite steht. Die Bücher des wahren Wissens über die Menschheit und die Schöpfung werden uns nun endlich zur Zeitenwende geöffnet. Somit können wir über alles die Wahrheit erfahren. Die Richtigstellungen der Geschichte der Menschheit werden verdeutlichen, dass alles ganz anders war, als wir es bislang glaubten. Da steckt natürlich schon mal viel, ja, fast Sprengstoff in diesem Satz. Und ich glaube, da wird vieles vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt, wie auch immer. Dieses bisher geheime Wissen unterstützt dich, den Evolutionssprung, der kurz bevorsteht, in Freude und Harmonie zu erfahren. Dieses Buch enthält klare Anweisungen für die Transformation und unterstützt deine wahre Selbsterkenntnis. Es dient deiner Selbstermächtigung und du erkennst, wer du wirklich bist. Unser lieber Wellensittich hier, der spricht auch wieder ganz angeregt mit. Psst. Fragst du dich nach dem Sinn deines Daseins? Quälen dich die Frage, wer bin ich, wo komme ich her, was ist meine wahre Aufgabe? Ahnst du, dass etwas Großes auf dich zukommt und du weißt nicht, was es ist? Alle Antworten findest du in diesem Buch. Dein Verstand wird toben, jedoch dein Herz weiß ganz genau, dass alles wahr ist. Also, es wird bestimmt ganz spannend, dieses Buch hier zu lesen, und so, ja, möchte ich dich jetzt auch schon mal ein bisschen neugierig machen auf dieses tolle Interview, das ja dann im Rahmen des Events veröffentlicht wird. Unser Wellensittich will auch immer wieder mitreden, sobald ich jetzt ruhig bin, ist er auch ruhig. Funktioniert, und jetzt fange ich an zu reden und Wellensittich redet wieder mit. Oder auch nicht, okay. Also, ich lasse dich jetzt gerne noch in das tolle Interview mit der Petra Helga Weber reinschnuppern. Ich hoffe, du hast Verständnis jetzt so für den kleinen Spaß mit unserem Wellensittich, mit dem ich da zwischendrin auch noch getalkt habe, was er uns hier erzählt. Ich verstehe es leider nicht, es wird seinen Sinn haben. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, alles Liebe für dich und jetzt noch viel Freude beim Reinschnuppern ins Interview der Autorin zu diesem wunderbaren Buch, Petra Helga Weber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard.
Die größte Angst ist die Existenzangst. Ja, genau. Es ist immer wieder der eine Punkt, das Geld. Wenn ich nicht, ja, dann würde ich doch. Ja, am Geld wird alles festgemacht und dieses Geld ist vom Grunde her sollte es nur ein Austauschmittel werden. Aber es wurde manipuliert. Es hat uns in eine Sklaverei versetzt, auf hoch angesetzter Ebene. Wir haben das alles bis ins Detail erforscht und hoffentlich auch erlöst, weil wir haben da auch in den Bereichen gearbeitet und dort viele Stellschrauben verändert. Es gilt jetzt darum, dass wir, wie anfangs schon gesagt, den eigenen Wert uns wieder bewusst machen. Ich selbst bin was wert. Und das ist halt auch oft im spirituellen Bereich, ja, dann trauen sich die Menschen nicht mitzuteilen, was denn ihre Beratungsleistung wert ist. Dann wird gesagt, ja, aber du machst doch hier was mit göttlichem Wissen, das muss doch kostenlos sein, genau. Und so weiter. Genau. Da zeigen die Leute einfach selber, wo sie stehen mit ihrer eigenen Fülle, mit ihrer eigenen Wertschätzung zu sich selbst. Mhm. Und das sind eben auch Schritte, das erlaufen wirklich, wir sind wie Daten, mit Datenströmen programmiert. Das hat nichts mehr mit, ich muss positiv denken, das ist alles Quark. Das sind Ströme, die uns manipulieren, die uns steuern und wir merken gar nicht, dass es diese...